Wer sich für Regenwürmer interessiert, muss auch den Regen mögen, denn der treibt die Tiere aus dem Boden. Warum das so ist, darüber sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Aber dass da mehr als nur eine Art nach oben kriecht, da ist sich der Experte sicher. An einem Standort haben wir bis zu 10 Regenwurmarten, die gemeinschaftlich vorkommen. Wir haben auch Vertreter hier gefunden von 3 unterschiedlichen Großgruppen. Die unterscheidet man anhand ihres Verhaltens und ihrer Fraßweise. Wir haben hier zum Beispiel kleine Arten gefunden, die sehr stark pigmentiert sind. Die leben vor allem an der Bodenoberfläche und fressen an Streumaterial. Dann haben wir kleinere, nicht so stark pigmentierte Regenwürmer gefunden. Die leben vor allem im Mineralboden und fressen dort an organischem Material. Und dann haben wir hier die größeren Exemplare, den Tauwurm, gefunden. Der lebt in vertikalen Bauten im Boden und frisst aber auch an der Bodenoberfläche. Insgesamt 46 Arten gibt es in Deutschland, eine ganze Menge. Schon als Student hat sich Nico Eisenhauer mit ihnen beschäftigt und versucht, mehr über ihre Funktion in Ökosystemen herauszufinden. Hier in Bad Lauchstädt untersucht er zurzeit gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern, wie sich der Klimawandel in der Landwirtschaft auswirken wird. Was passiert mit den Pflanzen, was mit den Würmern und anderen Lebewesen, wenn es wärmer wird und weniger regnet? Normalerweise leben hier auf dem Feld 200 Würmer pro Quadratmeter. Aber erste Ergebnisse zeigen, das kann sich schnell ändern. Wir finden weniger Regenwürmer in trockeneren und warmeren Untersuchungsflächen. Und das ist umso stärker ausgeprägt, je intensiver der Standort bewirtschaftet wird. Die Würmer mögen es also nicht, wenn der Boden tief umgegraben und stark gedüngt wird. Besonders wenn es auch noch heiß und trocken ist. Dann gibt es weniger von ihnen und das ist nicht gut. Aber warum eigentlich? Was genau tun sie da im Boden? Und wie wirkt sich das aus auf alle anderen Pflanzen und Tiere? In künstlichen Ökosystemen, sogenannten Ecotrons, kann der Forscher seit diesem Jahr die Wechselwirkungen zwischen allen Beteiligten beobachten und messen. Wir haben hier Kammern mit Regenwürmer und welche ohne Regenwürmer. Und wir haben unterschiedliche Pflanzen, die hier zusammen wachsen. Was wir wissen, ist, dass Regenwürmer generell Nährstoffe für Pflanzenwachstum bereitstellen. Aber was wir nicht wissen, ist, wie Konkurrenzverhältnisse zwischen Pflanzen beeinflusst sind. Das heißt, welche Pflanzenart wächst besser, welche wächst schlechter. Und welche Tiere profitieren dann indirekt von den Würmern? Erste Ergebnisse zeigen, es gibt mehr Blattläuse in den Regenwurmkammern, weil die Pflanzen durch die Arbeit der Würmer besser wachsen. Er sieht so schlicht aus, der Regenwurm, und mischt doch überall mit. Noch sind auf jeden Fall nicht alle seine Geheimnisse gelüftet.